Hallo. Ich komme gerade erst von unten, wo ich mir meine Nikolaussocke für heute abgeholt habe. Ihr habt bestimmt schon vom Sturm Xaver gehört, aber das hätte ich nicht auf euch jetzt zu zeigen, was ich hier Schönes drin habe. Also zuerst einmal ein Namenszettelchen. Sehr praktisch, würde ich sagen. Und gleich zu oberst, wie könnte es anders sein, ein Buch. Im Dutzend tödlicher von Kathleen Ashley Morgan. Die Nacht der roten Katze habe ich euch ja vor ein paar Tagen vorgestellt. Das ist einer der Nachfolger davon. Dann, was haben wir hier noch Schönes? Ein Medienspeichergerät-Leser, würde ich sagen. Und zu guter Letzt das Buch, was ich euch heute vorstellen werde. Süß wie Schattenmorellen von Claudia Schreiber. Hier könnt ihr euch mal kurz das Cover ansehen. Das Buch ist im Piper Verlag erschienen, hat 285 Seiten und kostet 8,99 €. Es geht um die 14-jährige Annie, die auf einer Schattenmorellenplantage mit ihrer Mutter und ihrem Großvater lebt. Doch ihr Großvater meint jetzt plötzlich nochmal, sich in eine 19-Jährige verlieben zu müssen und mit ihr sich nach Kroatien oder so abzusetzen. Und auch Annies Mutter meint jetzt eine Auszeit zu brauchen. Ausgerechnet, die Ernte steht nämlich an und Annie bleibt ganz alleine auf dem Hof. Und dann steht auch noch die 16-jährige Paula vor ihrer Tür, die ein Kind erwartet. Annie muss also jetzt den Hof alleine managen, die Ernte organisieren, Paula bei der Geburt ihres Kindes helfen und dann am besten noch mit ihrem eigenen Leben klarkommen. Also, ich kann euch dieses Buch wirklich, wirklich nur empfehlen. Ich fand es sehr gut geschrieben, sehr konfuse Erwachsene und eine mutige Heldin, die weiß, wo sie einpacken muss und das dann auch tatkräftig angeht. Also, ich wünsche euch jetzt noch alles Gute zu Nikolaus und denen, die ein bisschen Schnee haben und ein Buch, empfehle ich, schnappt euch eine heiße Tasse Kakao, kuschelt euch auf euer Bett, vielleicht habt ihr ja auch eine Katze und bis morgen.